Hallöchen, wir sind auf dem Weg ins Sol-System Richtung Erde. Ich bin gespannt. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Der Typ gefällt mir irgendwie nicht. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard. Die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, es zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen. Und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Okay. Und ich dachte, die Vereinigung der Galaxie sei schwierig gewesen. Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Das kann ja was werden. Eine schwere Entscheidung. Ob das die richtige Wahl ist? Aber... Gute Frage, was nehme ich mit?
Okay. Hier hätte ich ja extra noch eine neue gekauft. Wo ist sie? Geile Ding. Da. Kannst du mal nehmen, Kumpel. Okay. Ich lasse das auch nicht zukommen. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Zusammen. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Aber eigentlich viel zu wenige für so viele Völker. Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Geth-Flotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. Wäre natürlich auch cool, in der Schlacht so einen Flieger fliegen zu können. Ich hoffe generell sowieso, dass von Mass Effect noch was kommt. Ich glaube, alle viel zu dicht. Commander.
Okay. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Normandy Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Hölle, Hölle, Hölle. Die Heimat sah mal ganz anders aus. Ein Powerstrahl? Scheiße! Anvisiert! Festhalten! Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Womit? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Das wird ein Höllentrip! Ach. Ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Jetzt! Los! Los! Nachdem ich schon halb abgeschossen wurde. Ich hatte schon wieder vergessen, dass hier von Aris ist. Wir haben konfrontiert, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Und das Ende. Also gut, dann weiter. Das wird bitte ganz schön. Geht ganz schön auf die Augen. Richtet. Also ich habe ja gar nicht mitgenommen. Scheiße. Das ist natürlich cool gemacht, aber geht trotzdem auf die Augen wie eine Sau. Hab ich hier. Ich bin dran. Vorsicht, da kommen Rohlinge. Oh.
falsche Taste. Wo denn hin, was? Hör das mal an, auf, oder? Ich habe endlich den Weg nach oben gefunden. Okay. Ich bin getroffen! Dafür werdet ihr scheiß Kerle bezahlen! Was ist? Was ist? Hä? Ah, der lebt hoffentlich noch.
feuern Sie dem Ding direkt in den Schlund. Wohin denn? Cool. Das war's. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammer-Teams. Ist da jemand? Wir machen zur Landung. Wir brauchen eine Exfiltration. Wir haben Gesellschaft. Oh, natürlich noch so eine Ziegel, klar. Hier ist Commander Shepard. Gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Javik, was machst du denn da? Commander, bereit machen zur Exfiltration. Gut. Beeilung, wir werden erschossen! Sie enttäuschen. Schön, Sie zu sehen. Auch Ihr Anblick ist ein Vergnügen. Wie sieht's aus? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Muss schlimm gewesen sein, abgeschnitten von der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Wir hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates, dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Ohne Sie und Ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Und Hammer sollte dafür bereit sein. Sie standen anfangs nicht zusammen, aber jetzt werden Sie Seite an Seite den Sieg holen. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Shepard hat sie vereint. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Und niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es tut gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe.
Admiral. Wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Er hat recht. Ich hätte hier inzwischen mehr von Hammer erwartet. Viele werden es nicht schaffen. Tut mir leid wegen Cortez. Er war ein guter Pilot. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Soldaten erfüllen ihre Aufgabe, egal wer neben ihnen kämpft. Sicher, sie erfüllen ihre Aufgabe. Aber wenn sie dabei sind, kämpfen sie härter. Das gibt ihnen Selbstvertrauen. Ob es ihnen gefällt oder nicht, sie sind für diese Soldaten ein Held. Sie sollten ihre Wirkung auf sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal kurz hier umgucken. Okay, also ich muss hier dann die Treppe runter. Ist eine gute Stelle für einen Break. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich sage erstmal danke und bis dahin. Bye bye.